Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Das wird jetzt ein bisschen werbevideomäßig, aber ich denke, wenn es was Cooles Neues gibt, und das ist neu, neu ist es nicht, aber es ist bei uns neu, dann sollte man das auch zeigen. Und gerade so im Felgen-Game, ihr kennt es selber, ist es extrem schwierig irgendwie, ja, also das Angebot an Rädern mit TÜV, das ist leider überschaubar. JR macht da ziemlich viel, Concaver macht da ziemlich viel. Borbet hatte in den letzten ein, zwei Jahren auch wieder ab und zu mal einen rausgehauen. Aber trotzdem ist das Angebot jetzt nicht riesengroß. Und der eine oder andere von euch kennt die Räder wahrscheinlich schon, die wir jetzt neu im Programm haben. Ich kannte sie auch schon länger, da waren sie mal eine Zeit lang irgendwie nicht verfügbar, nicht lieferbar, wie auch immer. Und jetzt sind sie auf jeden Fall wieder da. Und ich glaube, es ist gerade für die modernen Autos, also dieses schöne Stück hier vorne, den neuen BRZ, aber auch, ich kann es mir auch auf dem GR Yaris vorstellen und auf, was gibt es denn noch so aktuelles? So ein Civic wäre auch nochmal interessant, der aktuelle. Denke ich mal auf jeden Fall ein Thema. Und zwar geht es hier um dieses schöne Stück Metall hier. Die BJ Wheels SF15. Also BJ, ja, hahaha, was haben wir alle gelacht. Ich weiß, der Name ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber die haben auch noch ein paar mehr Felgen im Angebot. Aber ich muss sagen, ich finde die SF15 einfach von allen irgendwie deutlich am schönsten. Das ist so ein richtig klassisches JDM-Design. Hat ein bisschen was von der Advan GT, ist mit irgendwie knapp 9 Kilo, also ne, ist jetzt auch nicht riesig schwer. Gibt's in 8 Zoll, 8x18 ET35 und 9,5x18 ET45 mit einem 5x100er Lochkreis und die 8er auch mit einem 5x114er Lochkreis. Haben Gutachten, können wir eintragen. Das Gutachten ist primär so für GT86 und Subaru und so weiter. Aber überall, wo wir die Felge draufkriegen, können wir sie auch einbauen. Beziehungsweise drauf aufbauen und dann auch eintragen. Wir machen jetzt mal einen so einen Satz fertig. Der kommt auf den BRZ. Ihr habt ja vielleicht im letzten Video gesehen, wir hatten da ja eigentlich gedacht, dass wir da die Borbet draufstecken. Was auch ein super geiles Rad ist und würde auch geil auf dem Auto aussehen. Aber es ist einfach hinten dann doch ein bisschen grenzwertig. Komm, wir gehen einfach mal rum. Klar, der hängt jetzt in der Luft, aber das Auto hat halt nicht wirklich viel Sturz. Und wenn ihr jetzt mal so guckt, das wird halt so radabdeckungstechnisch einfach, ja, das wird ein bisschen schwierig. Und der Besitzer, Timo, möchte halt logischerweise nicht an seinem Auto, was ich weiß jetzt, keine Ahnung, 3000 Kilometer oder so gelaufen hat, jetzt nicht zwingend anfangen, hier am Radkasten rumzureißen. Kann ich auch nachvollziehen, würde ich vielleicht auch nicht so richtig geil finden. Gut, mir wäre es wahrscheinlich egal, aber trotzdem kann ich das nachvollziehen. Dementsprechend werden wir jetzt so einen Satz da montieren und uns mal anschauen, wie das so aussieht. Los geht's! Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber für mich und auch für Felix ist das mal wieder der sprichwörtliche Arsch auf dem Eimer. Also mehr geht, finde ich nicht. Ich finde, das steht gut, das sieht gut aus. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von dem silbernen Plastik anhängen. Ich muss jetzt mal anders mal gucken. So, das ist jetzt nur nicht unbedingt das, was ich als allererstes bestellen würde, dieser silberne angedeutete Diffusor oder was auch immer. Jetzt aber zusammen mit den Felgen. Ist das wieder völlig in Ordnung. Also, ich glaube, das wird nicht der letzte SF15-Satz sein, den wir auf dem GR oder auf dem BRZ schrauben. Ich finde das wirklich super, super geil. Also, wenn ihr Bock auf so ein Rad habt oder wissen wollt, ob das bei euch passt und so weiter, guckt gerne vorbei. Wir haben die im Shop. Ich bin auch noch ein bisschen begeistert. Willst du noch irgendwas dazu sagen? Sieht gut aus. Ja. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus, finde ich auch. Ja, damit ist diese Werbesendung vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Oh my god.